Sie ist hochkarätig besetzt, die Welt-AIDS-Konferenz in Wien. Und neben Prominenz aus der Politik wie dem Ex-US-Präsidenten Bill Clinton ist auch die Sängerin Annie Lennox gekommen. Der Eurythmics-Star ist schon seit den 80er Jahren im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit aktiv und ist seit kurzem Botschafterin der UN-Organisation UNAIDS. In ihrer Kampagne Sing engagiert sie sich besonders für infizierte Frauen und Kinder. AIDS is the biggest killer of women. AIDS ist der größte Killer für Frauen im gebärfähigen Alter weltweit. Wir sollten uns also aus unserem Schubladendenken befreien und uns vergegenwärtigen, was AIDS und HIV heute bedeuten. 30 Jahre, nachdem wir erstmals von der Krankheit gehört haben. Right now, 30 years after we first heard about AIDS. Erkrankte sollen nicht länger stigmatisiert werden, fordert Lennox. Als Zeichen der Solidarität tritt sie immer mit ihrem plakativen T-Shirt auf, so wie hier bei einer Preisverleihung im vergangenen Jahr in Berlin. Wir müssen das neu betrachten und wir müssen wissen, dass es uns alle betrifft. Und wir dürfen es nicht in kleine Ghetto stecken. Oh, es betrifft ja nur diese und jene Leute. Wir müssen es in die Schulen bringen, in die Sexualkunde. Über HIV und AIDS muss gesprochen und diskutiert werden. Sex Education Programs. HIV and AIDS needs to be discussed and spoken about. Für die Schottin hat der Kampf gegen AIDS nichts mit Wohltätigkeit zu tun. Vielmehr sieht Lennox darin auch einen Kampf für die Menschenrechte, der in Zeiten der Krise nicht einfacher geworden ist. Im Klima der gegenwärtigen Rezession trifft es immer die Leute, die am verwundbarsten sind. Und sie werden verwundbar bleiben, wenn wir nicht jetzt die Gelegenheit ergreifen. Wir müssen die Zivilgesellschaft, die Regierungen und alle anderen, die etwas zu sagen haben, wirklich dazu bringen, Leben zu schützen. That objective goal to protect human life. Mehr als 20.000 Wissenschaftler, Politiker und Aktivisten nehmen an der Konferenz in Wien teil. Eine gewaltige Versammlung von Wissen und Macht. Lennox sieht darin eine große Chance. I think one of the weaknesses about the response to HIV. Ich glaube, dass eine der Schwächen in unserem Kampf gegen AIDS ist, dass wir so viele kleine Organisationen haben, die alle ihr eigenes Feld beackern. Wir sollten erkennen, dass in der Einheit Kraft liegt. Solidarität bedeutet Macht. Wir müssen mit einer Stimme sprechen. Und deshalb liebe ich solche Konferenzen, weil sie wirklich Leute zusammenbringen. Mit Lennox hat der Kampf gegen AIDS eine mächtige Stimme bekommen, im wörtlichen Sinne.